Deutsche lieben Schwein. Ihr liebt, wir lieben Schwein. Juden, Muslime versuchen nie, kein Schwein zu essen. Gibt es etwas ohne Schwein? Ist das halal? Digga, nichts ist halal hier. Du bist im falschen Land. Nichts, es ist überall drin. Es ist im Salami drin, in den Gummibärchen, in Zahnpasta, Zigaretten, Alkohol, Staubsauger. Es ist in den Wänden. Guck in die Wände. Fass mal an, fass, oink, oink. Es macht oink. Es ist überall. Es ist überall. In den Bergen, Hügeln, der Hills, der Schwein. Der Hills, der Schwein. Es ist überall drin. Schwein ist kein Tier, es ist ein Element. Es ist ein Element mit einer Halbwertszeit und einer binomischen Formel. Es ist einfach. Habt ihr Black Panther geguckt? Kennt ihr in Black Panther, die haben dieses geheime Land in Afrika, Wakanda. Und die sind wesentlich fortschrittlicher als alle anderen, weil da ist so ein Meteorit, das Vibranium runtergefallen, das ist so ein Edelmetall, was spezielle Fähigkeiten hat. Und ich glaube, genauso ist es mit Deutschland und Schweinefleisch. Irgendwann in der Nachkriegszeit ist so ein Hackmeteorit einfach auf Bottrop gefallen. Einfach. Deutsche lieben Schweinefleisch. Es gibt eine Kategorie, ist eine echte Kategorie im deutschen Amazon. Sie heißt Wurstgeschenkideen. Deutsche suchen nach wurstbasierten Geschenken auf Amazon. Ich habe Dinge gesehen, die mich nicht mehr verlassen werden. Also, ich habe Weihnachtsmänner aus Salami gesehen. Aktenkoffer. In dem Koffer war Schinken. Warum brauchst du Schinken in deinem Aktenkoffer? Warum brauchst du das? Das meistverkaufteste Produkt in der Kategorie Wurstgeschenkideen ist eine Kabeltrommel. Das Kabel ist Wurst, einfach 300 Meter Wurst. Einfach aufgerollt, 300 Meter lang. 13,99. Sehr gute Bewertungen. Sehr, habe ich gelesen. Jemand hat der Kabeltrommel aus Wurst nur einen Stern gegeben. Nur einen Stern und hat geschrieben, schade, diese Kabeltrommel funktioniert nicht. Versteht ihr? Also, verstehst du, Daniel? Was da, Daniel, ein Mensch. Guck mich an, Daniel, ist wichtig. Guck, bist du bei mir? Daniel, ein Mensch wie du nicht? Mensch mit Internetzugang. Hast du Internetzugang? Er auch? Ein Mensch mit Internetzugang und einem Bankkonto ist auf Amazon gegangen, hat sich in die Kategorie Wurstgeschenkideen eingeklickt, hat die Kabeltrommel aus Wurst bestellt, dachte sich, wow, 13,99, das ist ja günstig. Hat gewartet, mehrere Tage sind vergangen, dann hat er ein Paket im Empfang genommen, hat die Kabeltrommel ausgepackt und dann hat diese Person eine Wurst an die deutsche Stromversorgung angeschlossen. Das ist passiert. Es ist passiert. Es ist nicht krass. Es ist nicht krass, was alles zwischen 70 und 120 IQ-Punkten stattfindet. Ich wusste nicht. Ich bin diplomatisch ausgedrückt. Ich bin überwältigt von der Vielfalt der menschlichen Rasse. Weil manche Menschen sind brillant. Es gibt Menschen, die waren so brillant, die haben die deutsche Stromversorgung erfunden. Es gab ein paar Menschen, die hatten diese brillante Vision. Jedes Hausland in Deutschland soll mit Energie versorgt werden. Und die haben sich zusammengesetzt, sie haben ihre Köpfe zusammengesteckt und sie haben ihre Vision umgesetzt. Das waren Menschen. Und dann kam ein Mitglied der gleichen Spezies und hat einfach eine Wurst in ihre Vision reingesteckt. Einfach so. Wir waren auf dem Mond. Ein Mensch ist auf dem Mond gelaufen. It's one small step for man. One giant. Hat die Wurst wackelt?
passiert? Herr Gorbatschow, reißen Sie die Mauer nieder. Brauche ich eine Fleischbatterie oder was? Was passiert hier? I have a dream. Muss ich die Strecke mit Bacon überbrücken? Andere Tiere machen sowas nicht.